Jule? Ich hab dir auch gesagt, ich soll sie im Garten besuchen. Aber da ist ein Garten, aber das ist keine Jule. Da auch nicht. Ach, 98, das ist stimmt. So, hallo. Ja, ich muss das öffnen. Oh, ich höre was. Jule? 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 Oh, ich hab dich gefunden. Hallo Jule. Hallo Sibulette. Du, das ist total schön, dass du gekommen bist. Ich wollte dich fragen, ob du mit mir zusammen eine Geschichte erzählen willst. Ja, oh, das finde ich schön. Also, was soll ich da machen? Also Sibulette, die Geschichte geht natürlich los wie alle Geschichten mit Es war einmal. Es waren einmal zwei Brüder. Von denen war der eine fleißig, rechtschaffend und klug. Und der andere, der war dumm, neidisch und faul. Das bin ich. Und der hieß Kadir. Und eines Tages, da ging Kadir zu seinem Bruder und fragte: Warum ist das so und nicht anders? Dir gelingt alles und mir nichts. Du hast Glück. Jeden Tag hast du Klöße auf dem Tisch. Bei mir sind nur ein paar Brotkrümelchen. Du hast ein Haus wie ein Palast. Und ich habe nur eine Hütte, die wackelt. Und deine Frau ist so schön und brav. Sie kocht und wäscht und massiert deine Füße. Ich habe gar keine Frau. Warum ist es so? Der ältere Bruder sagte lächelnd: Tja, Kadir, ich glaube, mir hilft mein Glück. Und warum hilft mir das Glück nicht? Jeder hat sein eigenes Glück. Mein Glück, das arbeitet gerne. Und dein Glück, das scheint lieber im Schatten eines Baumes zu liegen. Du hast Glück und ich nicht. Und noch am selben Tag machte sich Kadir auf die Suche nach dem Baum, in dessen Schatten er sein Glück zu finden hoffte. Er wanderte und wanderte und wanderte lange, als er plötzlich an einem Felsen vorbeikam, aus dessen Schatten ein Löwe hervorsprang. Und der Löwe fragte: Wer bist du? Und was suchst du? Mein Glück. Also höre, Kadir, sagte der Löwe. Wenn du das Glück findest, dann frage es doch, was ich machen soll, damit endlich das Brennen in meinem Bauch verschwindet. Wenn du das tust, dann tue ich dir nichts. Ich schwöre, ja. Kadir schwor es natürlich. Und der Löwe ließ ihn ziehen. Kadir wanderte weiter. Er wanderte und wanderte und wanderte. Glück! Glück! Er wanderte und wanderte und wanderte. Oh, Glück! Bis er auf ein ausgedörrtes Feld kam. Und dort sah er einen Greis, eine alte Frau und ein wunderschönes Mädchen. Die alle drei bitterlich weinten, so als trauerten sie um einen Verstorbenen. Sag mal, warum seid ihr so traurig und so jammert ihr so rum hier, liebe Leute? Hä? So, warum? Ich verstehe das nicht. Wir sind vom Unglück verfolgt, sagte der Greis. Vor 3 Jahren habe ich dieses Feld mit meinem letzten Geld gekauft. Wir scheuten keine Mühe, bebauten das Feld, kümmerten uns um die Saat. Aber geerntet haben wir bis jetzt nichts. Die Saat geht auf, im Frühling ist das Feld saftig grün, aber in der Mitte des Sommers verbrennt alles. Wir können das Feld begießen, so viel wir wollen, es hilft nichts. Niemand kann uns sagen, was die Ursache dieses Unglücks ist. Es bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als zu sterben. Wir haben kein Glück. Och, also, ich hab zwar Glück, aber das schläft irgendwo unter einem Baum. Also irgendwo, und ich bin gerade auf der Suche. Wenn du es findest,
dann frage es doch, warum unsere Saat nie aufgeht. Bitte. Kadir versprach, den guten Leuten zu fragen und wanderte weiter. Er wanderte und wanderte und wanderte und wanderte und kam nach einigen Tagen in eine große Stadt. Dort eingetroffen, stürzten sich sofort Wächter auf ihn und schleppten ihn in den Palast des Khans. Kadir machte sich auf das Ärgste gefasst, aber der Khan begrüßte ihn mit einem wohlwollenden Lächeln und fragte ganz freundlich: Wer bist du? Ich bin Kadir. Und was suchst du? Ich komme von ganz weit. Ich bin gewandert. Ich suche mein Glück. Also, das ist irgendwo versteckt unter einem Baum. Ich weiß nicht wo. Hab keine Angst, Freund, sagte der Khan. Wenn du dein Glück findest, dann frage es doch, warum ich, der Herrscher eines großen und mächtigen Reiches, nicht weiß, was Glück ist. Frage es, warum ich in meinem goldenen Palast in Bitterkeit lebe. Ja, versprochen, das mache ich auf jeden Fall. Ja, klar. Kadir machte sich wieder auf den Weg. Er wanderte 3 Jahre lang, bis er schließlich fand, wonach er so lange gesucht hatte. Wo ist das vielleicht mein Glück? Im Schatten eines Baumes lag ein ungekämmtes und ungewaschenes menschliches Wesen. Es schlief wie ein Toter. Heyo, Glück, wach auf! Aufstehen! Das Glück meines Bruders, der arbeitet die ganze Zeit und du liegst da rum. Glück, ich brauche dich sofort. Schließlich wachte das Glück auf. Es dehnte und streckte sich und gähnte und sagte: Ach, du bist Kadir. Ach, Kadir, was willst du von mir? Das Glück, das hilft den fleißigen und klugen Menschen, so wie deinem Bruder. Aber dir, Faulpelz, hilft es nicht. Aber Kadir, jetzt setz dich erstmal hin und erzähl mir, was dir auf deiner Reise alles passiert ist. Und Kadir setzte sich und erzählte. Ich bin erstmal losgegangen, weil ich hab dich gesucht und dann habe ich erstmal einen Löwen gesehen. Da hat mich fast voll gefressen. Er erzählte und erzählte. Und dann bin ich noch weitergelaufen, wander. Da habe ich so eine Familie getroffen, die war nur so da traurig. Und dann so, da habe ich gefragt, was ist los mit euch, ne? Er erzählte und erzählte. Da bin ich gelaufen. Unglücklich, da habe ich gesagt, frag mal dein Glück. Er erzählte und erzählte. Dann bin ich echt 3 Jahre lang gewandert. Er erzählte und erzählte. Und du musst mir das sagen, okay? Und das Glück hörte zu und gähnte. Zum Schluss sagte es Kadir, was er dem Khan, dem Greis mit seiner Familie und dem Löwen sagen sollte. Und zum Schluss sagte es noch, Kadir, ich merke, in dir ist ziemlich viel Böses, aber auch einiges Gutes. Und das Gute will ich belohnen. Gehe nach Hause. Denn das große Glück wartet noch auf dich, aber sei nicht leichtsinnig und verspiele es. Viel Glück. Und Kadirs Glück warf sich wieder in den Schatten des Baumes und begann zu schnarchen. Er ist wieder eingeschlafen. Ich gehe lieber. Tschüss, mein Glück. Kadir aber machte sich auf den Rückweg. Er wanderte und wanderte und wanderte so lange, bis er schließlich wieder in die große Stadt und zum Palast des Khans kam. Rede, Kadir. Und Kadir erzählte dem Khan, was sein Glück ihm verraten hatte. Du lebst eine Lüge. Du bist eine Frau. Und auch Frauen dürfen Macht haben. Also lass diese Schein, ein Mann zu sein. Das unterdrückt dich. Du bist eine Frau und du darfst regieren. Ha! Kadir, sagte daraufhin der Khan, weißt du, dein Glück hat recht. Und mit diesen Worten nahm der Khan
die bunt verzierte Kappe vom Kopf und rabenschwarze Zöpfe fielen bis auf den Teppich. Und vor Kadir saß plötzlich das schönste Mädchen, das er je gesehen hatte. Es war schön wie der Vollmond. Kadir, sagte der Kahn weiter, weil du der Erste bist, der mein Geheimnis erraten hat, möchte ich dich fragen, willst du bei mir bleiben und mein Mann werden? Nein, aber danke, mein großes Glück. Wartet nur auf mich. Ja? Und Kadir nahm Abschied vom Kahn, der ja in Wirklichkeit eine Kahnin war, und machte sich wieder auf den Weg. Er wanderte und wanderte und wanderte und wanderte, bis er schließlich wieder zu dem verdörrten Feld und dem Kreis der alten Frau und der wunderschönen Tochter kam. Nun, Kadir, fragte der Alte, was bringst du uns für guten Rat? Und Kadir erklärte ihnen, was das Glück gesagt hatte. Vor langer Zeit, da hat ein reicher Mann 40 Kessel mit Gold auf dem Feld vergraben, aus Angst vor feindlichen Überfällen. Ihr müsst nun einfach die Kessel ausgraben. Dann blüht euer Feld und ihr seid die reichsten Leute weit und breit. Als die alten Leute diese Antwort hörten, begannen sie vor Freude zu tanzen und zu lachen und sie umarmten Kadir. Und der Greis sagte, bleibe doch bei uns, grabe das Gold mit aus, du bekommst die Hälfte und nimm doch meine Tochter zur Frau. Du wirst mein Schwiegersohn. Die ist ja schön, aber das kann ich nicht. Das kann ich wirklich nicht. Mein großes Glück wartet noch auf mich. Viel Glück weiter. Tschüss. So, so, so. Jetzt bin ich fast am Ende meines Weges. Und wo ist bloß mein großes Glück? Ha, Kadir! Ha, ha. Weißt du jetzt überhaupt, was los mit mir ist? Du musst den dümmsten Menschen der Welt aufessen und dann wird dein Bauch wieder gut gehen. Der Löwe bedankte sich bei Kadir und begann nun zu überlegen, wo er denn den dümmsten Menschen auf der Welt finden könnte. Und um sich die Zeit zu vertreiben, bat er Kadir, ihm doch von seiner Reise zu berichten. Also, ja, also ich habe echt viel erlebt. Nach dir, dann habe ich noch eine Familie getroffen und dann der Kahn. Und das Glück war echt, echt. Und dann bin ich zurück zum Kahn. Es war kein Kahn, es war eine Kahn. Und das war so schön. Und ich sollte mich heiraten. Und ich sagte, nee, nee, nee. Und dann bin ich weiter und bin zum Kreis und seine Familie. Und da war versteckt ganz viel Gold. Und dann gesagt, na, kannst du auch das Mädchen heiraten? Und ich sagte, nee, kann ich nicht. Ich muss mein großes Glück weitersuchen. Und irgendwann begann der Löwe zu lachen. Und sagte dann, ich glaube, ich hab's gefunden. Und wenn ich dreimal um die ganze Welt reise, so einen dummen Menschen wie du finde ich nicht wieder. Und mit einem großen Satz sprang der Löwe auf Kadir zu. Aber der Löwe hatte den Sprung falsch berechnet. Und statt auf Kadir stürzte er an ihm vorbei den Felsen hinab und musste dort jämmerlich sterben. Ich bin auch da. Ich wäre fast gestorben. Ich lebe noch. Das ist mein Glück, mein großes Glück. Ja. Als Kadir nach Hause zurückkehrte, erkannten ihn die Leute nicht. Ein ganz anderer Mensch war aus ihm geworden, als wäre er neu geboren worden. Er war nun zu allen liebenswürdig, er beneidete niemanden und er war immer lustig und fröhlich. Von früh bis spät bearbeitete er und sang vor sich hin. Und alle lobten ihn für seine Tüchtigkeit. Er gründete eine Familie und wenn er nicht gestorben ist,
dann lebt er noch heute zufrieden und glücklich. Mein Glück blüht auf dieser Welt, mein Glück blüht auf dieser Welt, wie der Weizen auf dem grünen Feld, wie der Weizen auf dem grünen Feld. Mein Glück blüht an jedem Ort, mein Glück blüht an jedem Ort, schönster Schatz, doch ich muss fort, ja fort, schönster Schatz, doch ich muss fort, ja fort. Wenn wir dann beisammen sein, wenn wir dann beisammen sein, wird sich unser junges Herz erfreuen, wird sich unser junges Herz erfreuen. Oh! Ist auch schön. Ich komme nicht an das Glück ran. Ich komme nicht an das Glück ran.